Genauso wie die Idee, die er dann etwas später bei Folge 544 geschrieben hat und bei Folge 593 nochmal angemerkt hat, dass in unserer Villa, unglaublich wie lange wir schon an dieser Villa rumdoktoren, ne, dass in besagter Villa auf jeden Fall noch ein Kaminzimmer fehlt. Und auch da kann ich dem Darts-Fan natürlich nur recht geben, ein Kaminzimmer fehlt wirklich noch und würde natürlich mega gut reinpassen in unsere Villa. Und ich habe auch schon so eine Idee, wo wir das reinpacken können. So ein schönes Kaminzimmer, da habe ich Bock drauf. Und dann Dachgarten oben drauf. Das ist nicht schlecht. Also Darts-Fan wirklich mit kreativen Ideen. Sehr, sehr schön. So, machen wir weiter. In Folge 551 wieder Darts-Fan. Hat kommentiert, ob wir die Portale im Nether nicht mittels einer Bahnlinie verbinden können. Das war damals was ich glaube ich abgelehnt habe, weil Bahnlinien natürlich ziemlich teuer sind. Da wir aber jetzt mittlerweile unseren tollen Bahnduper, also Bahnschienenduper-Maschinen-Dingens haben im Keller, ist das ja eigentlich gar kein Ding mehr. Ne? Also jetzt können wir Schienen bauen in Anführungsstrichen, Schienen herstellen noch und nöcher. Und sollten das übrigens auch mal tun. Nicht, dass das irgendwann, ich meine, das ist ein Glitch, der schon sehr, sehr lange im Spiel ist. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mojang das jetzt noch patchen wird, ehrlich gesagt. Aber man kann sich halt nie sicher sein. Ne? Vielleicht kommen sie mal auf die lustige Idee, das zu patchen und die Spieler ohne Grund gegen sich aufzubringen. Man weiß ja nie. Aber an sich eine geile Idee und ja, warum nicht? Ne? Also ich sehe nichts, was dagegen spreche. Und von daher würde ich einfach mal sagen, auch das ist eine coole Idee. Und ich denke, das werden wir umsetzen. Stand jetzt. Und dann eine ähnliche Frage in Folge 564 hat Dartsfan geschrieben, ob wir, hier war der Carpet Dupe, genau, ob wir nicht, oder ob ich nicht auch das Endportal mit einer Bahnstrecke anschließen will, quasi. War auch das genau das gleiche, damals noch relativ teuer. Aber jetzt, da wir die Möglichkeit haben, Schienen ohne Ende herzustellen, warum nicht? Ja, also ganz ehrlich. Wir haben es ja mittlerweile. Wir sind jetzt mittlerweile Rich Kids hier in Minecraft. In Real Life leider nicht so sehr, aber immerhin. Immerhin in Minecraft, ne? Wer braucht schon Geld im realen Leben, wenn er in Minecraft reich ist? Sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich, Leute. So. Na komm. Alles klar. So, nehmen wir hier nochmal ein bisschen was mit. Und dann habe ich ja jetzt eh keinen Platz mehr im Inventar. Das heißt, wir bringen erstmal die Schienen weg. Und dann bringe ich die Schienenschulker weg. Und dann schmeißen wir die Maschine nochmal an, dass wir nochmal ein bisschen was produzieren können. Jo, also Bahnstrecke, die die Portale verbindet und Bahnstrecke zum Endportal. Dem steht jetzt ja nichts mehr im Wege, wie gesagt, und von daher bin ich da auch gewillt, das zu tun, weil warum nicht, ne? Also von daher auch da wieder gute Idee und das werden wir umsetzen, nehme ich an. So, okay, ich mache mal Hälfte-Hälfte, glaube ich. Zack, zack, zack. Hui, wisst ihr, ey, ich muss mal eine Sache erzählen, ne? Ich habe in der letzten Zeit mal wieder so einen Retro-Nostalgie-Kick gehabt und habe mal eine Zeit lang Minecraft Beta gespielt, ne? Also die Beta-Version von Minecraft, Minecraft Beta 1.0 war es tatsächlich, also die erste Beta-Version, die rauskam. Und es ist ja unfassbar, erstens, wie anders Minecraft damals war und wie es heute ist. Auch vom reinen Gameplay her, ne? Also es war halt wirklich ein komplett anderes Spiel, das ist jetzt keine Überraschung, ich weiß. So, dann machen wir hier mal unsere Höllenmaschinen an. Einmal dich und einmal den Bad Boy hier. Den Bad Boy hier, jawohl. Ne, also schon klar, dass das ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Aber was halt auch krass ist, sind diese ganzen kleinen, angenehmen Features, an die man sich jetzt gar nicht mehr so genau erinnert, weil man die schon so in, als selbstverständlich wahrnimmt. Also zum Beispiel, dass ich hier sowas machen kann. Zack, alle Schienen drin. Zack, alle Schienen drin. Ja. Früher
muss man immer den hier machen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Ja, das hier, meine Freunde, ist Nostalgie in a nutshell. Es war einfach alles doof, alles tedious, wie Sau. Aber man hat sich so gedacht, hey, Nostalgie, früher, das war doch toll, Minecraft, hör mal. Und dabei sind da so viele Sachen reingekommen, die das Spiel einfach nur viel besser gemacht haben. Ich meine, schaut euch den Scheiß an. Und jetzt mache ich einfach plops, fertig. War dies das Problem? Ach so, krass. Aber es ist dann doch oft der, ja, weiß ich nicht, der Nostalgiefilter, dieses nostalgische Zurückschauen, was einem dann irgendwie in den Kopf setzen will. Ja, nee, früher war schon auch geil. Ja, früher war auch geil. Zur damaligen Zeit, da war eine Katze. Zur damaligen Zeit war das auch geil, keine Frage. Aber man muss halt sagen, es hat sich vieles geändert und vieles halt auch sehr, sehr, sehr zum Positiven, gerade in Minecraft. Das muss man an der Stelle einfach mal so festhalten. Das ist so. Und das darf man nicht vergessen. Hallo Katze. Katze? 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 Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Interesting. Na, irgendwo wird es sein, ne? Hoffe, sie rennt nicht in die Lava. Okay. Genau. Ach, guck mal, der Golem hier. Der bewegt sich etwas langsamer dadurch, dass er jetzt im Wasser ist. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Der soll dann mal ein Tempo aufnehmen, wenn wieder ein Monster irgendwo ist. So, ich nehme mal ein bisschen Erde mit. Könnten wir brauchen, um uns irgendwo hinzubauen. Schauen wir mal. Na, also, das ist immer so eine Sache. Ich glaube, da verklärt man Minecraft oder halt generell. Ne? Minecraft ist jetzt nur ein Beispiel. Betrifft ja auch ganz viele andere Bereiche des Lebens. Sei es irgendwie der Ex-Freund, die Ex-Freundin. Da wird das ja auch gerne gemacht, ne? Dass so 3 Jahre nach der Beziehung, dass man sich dann denkt, oh ja, alles war jetzt auch nicht schlecht und es gab schon Dinge, die toll waren, blabliblub. Und dann will sich das Hirn nicht mehr an die Sachen erinnern, die dazu geführt haben, warum es jetzt eben die Vorsilbe Ex hat, ne? Das hat ja immer einen Hintergrund und den vergisst man gerne mal oder will ihn nicht sehen oder sonst was. Da ist das menschliche Gehirn schon sehr, sehr gut drin, Sachen einfach vollkommen zu verklären. Und allgemein ist ja dieses früher war alles besser, ne, und so, ist ja ein Thema, was Kernleute behaupten. Und dabei natürlich ein, was habe ich jetzt gemacht? Und dabei natürlich ein Fact völlig außer Acht lassen, nämlich, dass es früher gar nicht mal so unbedingt besser war. Na, also viele Dinge waren früher halt auch einfach ziemlich scheiße. Das kann man, glaube ich, einfach auch mal so offen sagen. Aber das verklärt man gerne, wie gesagt. So, überall Schienen drin, wunderbar. Muss die Schienen mal irgendwo aufräumen, am Bahnhof oder so. Dass hier nicht unsere ganzen Schulkerkisten damit vollgekleistert sind. Naja, wie dem auch sei. Genau, also, um zurück zum Thema zu kommen. Lieber Darts-Fan, Bahnstrecken sehr gerne, ja. Dann, in Folge 572 hat der Darts-Fan vorgeschlagen, dass man ja den Marktplatz in New Schweinchen City wiederbeleben könnte. Da gibt es ja diese tollen Stände, in denen früher mal Custom-NPCs, als wir diese Mod noch hatten, handeln sollten. Ja, da hatten wir die Idee, dass man damit mit NPCs handeln kann. Mittlerweile gibt es ja auch richtige NPCs von Minecraft, die mit denen man handeln kann und die auch einigermaßen nützlich sind. Von daher kann man das mittlerweile machen. Wir brauchen nicht mal mehr den Kreativmodus dazu. Das hat er nämlich damals auch dazu geschrieben, dass man das hier mit dem Kreativmodus machen könnte. 3, 4, 5, 6. Okay, das passt. 2, 3, 4, 5, 6. Aber sieht das gut aus so? Oh, da bin ich mir nicht sicher. Lass mal gucken. Müssen wir noch ein Stück weiter schwimmen. Genau, also Marktplatz beleben, finde ich eine gute Idee. Und das können wir machen. Wir können allgemein New Schweinchen City jetzt auch ein bisschen beleben, ne? Finde ich auch nicht schlecht. Oh, wobei, ich finde... Ja, doch, das kann man so machen. Passt.
Passt für mich. Jo. Ich weiß nicht, ob das mit dem Blitzableiter da oben eine gute Idee ist. Nicht, dass dann die Wolle Feuer fängt, wenn es direkt nebenan einschlägt. Naja, ich hoffe nicht. Genau, also Marktplatz beleben sehr gerne. Und wie gesagt, da brauchen wir jetzt gar nicht mal mehr den Creative Mode. Ui, und wir haben Gunst des Delfins. Dankeschön, lieber Delfin. Oh, jetzt Sushi, ne? Was? So, nächster Punkt. Oh ja, oh, da, okay, ich habe Darts-Fan Unrecht getan. Also 9 von 11 waren vom Darts-Fan. In Folge 582 hat nämlich der Kakaodieb, schöne Grüße, auch ein ja, doch treuer Zuschauer, kann man sagen. Natürlich nicht so treu wie Darts-Fan. Darts-Fan ist schon seit 4 Milliarden Jahren dabei. Da gab es die Dinosaurier schon, da hat er hier schon Minecraft-Videos kommentiert von mir. Das ist tatsächlich ein wissenschaftlich anerkannter Fakt. Wie war das jetzt? So war das jetzt, ne? Ja, das passt schon. Aber Kakaodieb auch schon lange dabei in den Kommentaren. Gern gesehener Gast, der auch seinen eigenen YouTube-Kanal hat und da auch eigene Projekte gemacht hat, die auch sehr interessant waren zum Teil. Also, sagen. Gut kreativer Typ. Autsch. Ist das jetzt so richtig? Ja, ne? Ich glaube schon. So, und dann hier kriegen wir es hin. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Der hat jedenfalls geschrieben, dass man mit der Game Rule Do Fire Take Falls verhindern kann, dass sich Feuer ausbreitet. Also man kann quasi diesen Code eingeben und dann breitet sich kein Feuer mehr in der Minecraft-Welt aus. Das ist ein toller Tipp. Vielen Dank dafür. Werde ich jetzt aber erstmal nicht benutzen. Vor allen Dingen natürlich auch, weil jetzt Mojang quasi da einen kleinen Fix gemacht hat, dadurch, dass jetzt diese tollen Dinger hier gibt, nämlich die Blitzableiter. Ist ja die Gefahr, dass einem alles abbrennt, weil irgendwo der Blitz einschlägt, ein bisschen geringer geworden. Danke aber, wie gesagt, für den Tipp. An sich sehr nützlich und wie gesagt, der ist ja aus Folge 572. Damals war es natürlich nochmal um einiges nützlicher, als es dann eben heute ist. Mittlerweile hat da Mojang, wie gesagt, schon mal einen kleinen Riegel davor geschoben. Kann man wohl so sagen. So, jetzt sehe ich gleich nichts mehr. Das ist natürlich toll. Das ist auch toll. Wir legen uns gerade mal pennen. Oh ja, hier wird schon kräftig skelettiert. Mr. Skeleton. Ich glaube, es hackt. So, hier ist niemand. Oh, ist ein Monster in der Nähe. Ich breche ab. Und zwar die Aufnahme. Tschüss. Nee, Spaß. Ja, ist hier drüben nicht auf der Insel auch noch ein... Ein Schiff, sag ich schon. Ein Bett. Lass mal gucken. Es war zumindest mal eins. Jo, da ist es. Schlafen wir mal hier kurz. Genau, also von daher, danke für den Hinweis, lieber Kakaodieb. An sich eine geile Idee oder ein guter Hinweis, um sowas eben zu verhindern. Aber da es ja jetzt mittlerweile auch auf... Also andere Wege gibt, ne, ist das jetzt kein Must-Have mehr. Dann haben wir in Folge 680 nochmal einen Kommentar, oder 610, ne, 610 ist das, einen Kommentar gehabt vom Darts-Fan, der gemeint hat, wir sollen doch mal ins Ende gehen und eine Elytra holen. Das haben wir mittlerweile ja schon getan. Insofern kann ich da schon mal einen Haken dahinter setzen, immerhin. Zack. So. Dann hat er dazu in Folge 714 geschrieben, wir sollen noch mal den Bahnhof ein bisschen begrünen. Ja, will do. Da sind wir ja auch noch nicht fertig mit dem Bahnhof, muss man ja sagen. Das ist ja die nächste Neverending Story. Werden wir aber auf jeden Fall noch weitermachen. Und da habe ich auch vor, ein bisschen mehr Begrünung zu machen, als das bisher der Fall ist, ja. Das ist schon eingeplant. So.